Das Y-Kollektiv hat einen Beitrag zur Rente veröffentlicht und der Titel lässt nichts Gutes erahnen. Unser Rentendesaster. Warum wir länger arbeiten und mehr zahlen müssen. Teil 1. Y-Kollektiv. Bislang war ausnahmslos jeder Beitrag der Öffentlich-Rechtlichen zur Rente, den ich mir angesehen habe, übelste neoliberale Propaganda. Und auch der Titel hier deutet, wie gesagt, in keine gute Richtung, aber ich würde sagen, gehen wir da einfach mal, ja, zumindest halbwegs unvoreingenommen rein und warten mal auf die Argumente, die uns das Y-Kollektiv hier vorbringt. Aber wie gesagt, das sieht nicht gut aus. Sie sind überall und wir lieben sie ja auch, unsere Eltern und Großeltern. Es gibt da nur ein Problem. Die Babyboomer gehen in Rente. Es wird teuer. Höhere Rentenbeiträge abdrücken und länger arbeiten sieht gar nicht mal so gut aus für uns. Es sei denn, man hat mit 33 schon ausgesorgt. Würdest du sagen, bist du quasi schon in Rente? Der Begriff Privatier trifft es eigentlich ziemlich gut. Genieße momentan. Ja, und dafür hat kein normaler Mensch genug Geld. Dafür hat kein normaler Mensch eine hoch genug Sparquote. Das können nur Reiche machen. 70% der Bevölkerung haben eine Sparquote von deutlich unter 10%. Die können gar nicht genug Geld zur Seite legen. Ich hatte das auch schon mal durchgerechnet. Das funktioniert nicht. Ihr könnt da vergessen. Also für 70% der Bevölkerung ist das Modell hier nichts. Gar nichts. Ich kann einfach das Leben, mach das, worauf ich Lust habe. Bei der Rente geht es um Gerechtigkeit und um Würde eigentlich. Knapp 400 Euro Rente mit Abzügen. Kein Wunder, dass das Vertrauen in das System bröckelt. Mit der staatlichen Rente rechnen wir eigentlich nicht mehr. Da setzen wir nichts drauf. Echt nicht? Nee. Die Regierung ringt um Lösungen, aber nimmt sie uns dabei ernst? So wie es Ihnen jetzt geht, so ist es allen gegangen. Es steht viel auf dem Spiel. Wird der Generationenvertrag gerade gebrochen? Und wenn die große Altersarmut... Wenn ich diese Anmoderation schon höre, wird der Generationenvertrag gebrochen? Jetzt sag doch mal, was euer Problem mit der Rente ist. Okay, wir müssen mehr zahlen und länger arbeiten. Und da hat irgendwer, der viel Geld hat, offensichtlich privat noch mehr Geld mit Aktien verdient durch die Explosion der Vermögenspreise, die wir gerade erleben. Das ist das, was wir jetzt in der Anmoderation hier erfahren. Armut droht. Lohnt es sich dann überhaupt noch, in die Rentenkasse einzuzahlen? Ihr müsst in die Rentenkasse einzahlen, das ist verpflichtend. Das ist keine Frage, die sich irgendwie stellt. Wenn ihr arbeitet, dann zahlt ihr Rentenbeiträge. So, pass auf, der ist ganz schön schwer. Wie ist es eigentlich, alt zu sein? Ich will ein Gefühl dafür kriegen und einen Tag lang das Senioren-Live testen. Dabei hilft mir Kerstin Mainzer von der Diakonie Hamburg. Damit fangen wir an. Wie fühlt sich das jetzt an? Boah, auf jeden Fall schon mal ein bisschen erdrückend so irgendwie. Ne? Ja, und genau das ist es. Ne? Die will nicht mehr. Ich hatte gerade gesagt, wir gehen da zumindest halbwegs unvoreingenommen rein. Aber was ist das? Was ist das? Ganz ehrlich, er zieht sich eine Weste an mit Gewissen drin und stellt sich dann die Frage, wie fühlt es sich an, alt zu sein? Also... Lass er sich jetzt noch den Rücken auspeitschen, damit er es merkt, wie es ist, Rückenschmerzen zu haben. Also das... Ich will nicht mehr. Für sowas müssen wir mit unseren Gebührengeldern zahlen. Also der Springer-Konzern hätte echt eine bessere Reportage hinbekommen. Also das ist ja furchtbar. Die Muskulatur ist nicht mehr so im Gange. Also dieses, ich probiere selber aus, wie bestimmte Sachen sind. Dieses, ich mache alles aus meiner subjektiven Perspektive. Dieses New Journalism. Es ist wirklich diese Krankheit, von der ganz Funk befallen ist. Und bei so einem Thema, einem volkswirtschaftlichen Thema, wo man Statistiken auswerten müsste, wo man sich die Zahlen anschauen müsste, ist das absolut fehl am Platze. Also wirklich. Schlaft, es hängt. Und dann merkst du die Gelenke. Das ist alles sehr weit weg auf einmal. Du siehst auf jeden Fall super aus. Wie bitte? Ich hab's wirklich nicht verstanden. Du siehst super aus. Ach, das ist aber nett. Du auch. Wie alt bin ich jetzt so mit dem Anzug? Du bist jetzt so 80, 82, 83. Kannst du dir aussuchen. Damit es richtig Laune macht, kriege ich elektronische Impulse, die meine Finger zittrig machen. Ich glaube, ich bin bereit für die Außenwelt. Ja. Wünsch mir Glück. Was ist das? Also,
Vor allem, wie viel Geld muss das gekostet haben? Das ist ja unglaublich. Also ich habe ja alle anderen Beiträge immer schon kritisiert und gesagt, schlimmer kann es nicht mehr werden. Was ist das? Wen soll das abholen? Hab noch nie was Dümmeres gesehen, schreibt gerade einer im Chat. Ich sag ja, also die Bild-Zeitung ist intelligent dagegen. Mach ich. Ich wünsche dir Glück. Da draußen warten die härtesten Herausforderungen für mein altes Ich. Dazu später mehr. Körperlich abzubauen ist das eine. Also dann doch lieber gleich Berlin Tag und Nacht. Die tun immerhin nicht so, als wollten sie den Leuten irgendein politisches Thema erklären. Noch härter ist es, wenn es mit Renteneintritt auch finanziell bergab geht. Ich zahle seit 2017 regelmäßig in die Rentenkasse ein und hatte mich bisher schon drauf verlassen, dass sich das auch lohnt. Du zahlst die Rente derer, die jetzt in Rente sind. Deine Kinder zahlen deine Rente. Deren Kinder werden wieder ihre Rente bezahlen. Das ist doch relativ einfach. Und anders kann es auch gar nicht gehen. Die arbeiten, versorgen immer diejenigen, die in Rente sind, diejenigen, die nicht mehr arbeiten. Es ist in jedem System so. Auch wenn das kapitalgedeckt organisiert wäre, würde es exakt so funktionieren. Also du hast immer einen Teil der Bevölkerung, der arbeitet, der stellt die Produkte und Dienstleistungen her, die die Rentner benötigen. Es geht gar nicht anders. Bin ich mal gespannt. Hier, Ihre Renteninformationen, Herr Groth. Ihre Regelaltersrente würde am 1.3.2058 beginnen, also in 34 Jahren, da wäre ich 67, das sehe ich nicht kommen. Und dann würde ich bekommen monatlich 1.680,17 €. Also knapp 1.700 € im Monat. Ist die Frage, ob das reicht? Schon mal schlecht, der Wert ist in brutto. Abgezogen werden also noch Steuern, Kranken- und Pflegeversicherung. Immerhin liegt meine Prognose knapp über der Durchschnittsrente. Aber Fakt ist auch, ich wohne zur Miete, habe kein eigenes. Ja, und jetzt stell mal bitte die Frage, warum ist das Rentenniveau in Deutschland so gering? Also warum ist das Verhältnis der Renten zu den Löhnen so gering? Wer ist dafür politisch verantwortlich? Das ist nämlich nicht in allen europäischen Ländern so. Also um genau zu sein, in den meisten europäischen Ländern sieht das Rentenniveau wesentlich besser aus als in Deutschland. Also in Frankreich, Italien, Österreich. Ihr könnt euch da fast jedes Land angucken, das ihr wollt. In den meisten Ländern sieht es wesentlich besser aus als in Deutschland. Also ich spoilere es euch mal. Es war die rot-grüne Regierung unter Kanzler Schröder, die das Rentenniveau derart drastisch abgesenkt hat. Die hat die gesetzliche Rente zusammengekürzt, um damit diese privaten Riester-Modelle zu fördern. Denn wenn die Leute in Altersarmut landen, wenn sie nicht privat vorsorgen, dann haben die Leute eher einen Anreiz, privat vorsorgen. Das war dafür, dass Schröders korrupte Kumpels, ich nenne da jetzt keine Namen, nicht, dass ich Post von irgendeinem Anwalt kriege, unser Rentensystem ausnehmen können, dass sie Rentner ausnehmen können mit staatlicher Förderung. Jeder vierte Euro bei der Riester-Rente landet in den Taschen der Versicherungskonzerne. Darum ging es. Es ist ein gigantischer Raubzug, den wir in diesem Land erlebt haben. Eigentum und von meiner Rente könnte ich mitten in Hamburg nicht mehr gut leben. Jetzt ist hier aber noch ein ganz interessanter kleiner Absatz drin in dieser Renteninformation. Da steht, da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen werden, wird eine zusätzliche... Was ist das denn? Das ist ja unfassbar. Also die Politik hat gerade eigentlich ein festes Rentenniveau von 48% festgelegt und die SPD verspricht doch, ja, das wird so bleiben. Dann schreibt die Versicherung hier einfach so, das Versprechen, das könnt ihr euch in die Haare schmieren. Das ist ja... Also ich würde jetzt gerne analysiert bekommen, was für politischer Sprengstoff da drin steckt. Aber das wurde ja bisher alles gar nicht erklärt. Also er erzählt hier jetzt alles aus seiner Perspektive, ohne mal das große Bild zu zeigen. Ich hoffe, das ändert sich noch. Absicherung für das Alter wichtiger. Das heißt, die deutsche Rentenversicherung, die sagt einem schon, Achtung, das könnte knapp werden mit der Rente und man sollte privat am besten schon vorsorgen. Das ist eine ziemliche Ansage. Ja. Jetzt kriegt man SPD-Politiker ran. Wie passt das mit dem Versprechen der SPD an stabilen Rentenniveaus zusammen? Und welche Schuld trägt die SPD durch ihre Rentenkürzung und Regierungszeit Schröder? Doch bevor wir uns um unsere Rente sorgen, müssen wir erstmal die Generationen vor uns schultern, befürchtet zumindest Paul. Wo ist Paul? Moin Paul.
Hallo. Freut mich, dich kennenzulernen. Schön, dich zu sehen. Alles gut? Ja, alles Beste. Ich habe gerade noch mal meine Bachelorarbeit geschrieben. Bis jetzt gerade. Paul studiert hier in Heidelberg VWL und mit 22 hat er schon ein Faible für Rentenpolitik. Wie sehr kann man sein Leben im Griff haben? Ich hoffe, dass es bei mir der Fall ist. Spaß beiseite, zum Glück hat sich Paul in das Thema Rente eingearbeitet. Denn es ist eine offensichtliche Herausforderung. Schon heute leben in Deutschland 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Ein Viertel der Bevölkerung. Und in den nächsten Jahren werden es noch mal deutlich mehr. Paul befürchtet, dass deshalb ausgerechnet wir Jüngeren ziemlich alt aussehen werden. Also dazu mal ein paar Zahlen. Die Zahl der Rentner ist von 1950 bis 2023 war das 2023? Jetzt will ich nichts Falsches erzählen, aber ja, 2023 war das um den Dreh, 1,5% im Jahr gestiegen. Wir hatten ein Wirtschaftswachstum von 3,1% im Jahr. Sprich, das Wirtschaftswachstum war mehr als doppelt so hoch wie das Wachstum der Zahl der Rentner. Also jedes Finanzierung der Rente war also immer nur ein Verteilungsproblem. In den kommenden Jahrzehnten, also von 2023 bis 2070 war das, glaube ich, was ich damals ausgerechnet hatte, wird die Zahl der Rentner jedes Jahr 0,4% wachsen. Das heißt, ein Wirtschaftswachstum von 0,4%, was extrem gering ist für ein Industrieland, also 1% ist durchaus realistisch, also deutlich höheres Wirtschaftswachstum, würde vollkommen ausreichen, damit niemand ärmer werden müsste, aber wir das Rentenniveau konstant halten können. Das würde vollkommen ausreichen. Es gibt kein Finanzierungsproblem für die Rente. Das ist der zentrale Punkt. Das gibt es nicht. Wer was anderes behauptet, der argumentiert entgegen der empirisch beobachtbaren Realität. Und zwar sind wir ja hier auf der alten Brücke. Und weißt du, wie du in alt aussiehst? Oh, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Lass uns das doch mal ausprobieren. Okay. Ich habe hier nämlich eine App. Und die macht Paul 50 Jahre älter. So. Okay. Wie findest du es so? Ein bisschen erschreckend, aber ich bin froh, dass ich noch lächle. Ich träume zumindest davon, dass ich dann sehr viel Zeit habe, spaßige Dinge zu machen und in meinen Hobbys nachzugehen und nicht Pfandflaschen sammeln zu müssen. Wegen dieser Sorge macht Paul politische Arbeit. Wurde schon im Bundestag angehört, aber weil unsere Rente noch sehr weit weg ist, erstmal ein kleiner Vorgeschmack darauf. Ich habe dir was mitgebracht. Oh. Schnapspralinen, sehr gut. Macht dir bestimmt Spaß, oder? Ja, danke schön. Wir essen jetzt mal. Wir essen jetzt einen, okay. Auf die Rente. Ah, es gibt sogar noch einen zweiten Teil in der ARD-Mediathek. Oh Gott, das ist ja gruselig. Ich dachte, der kommt noch. Das ist ekelhaft. Ich habe noch was Fieses mitgebracht. Die Alterspyramide in Deutschland. Unten die Jungen, oben die älteren Jahrgänge. Für Paul mit seinem Volkswirtschaftsstudium ist klar, das haut nicht hin. Wir, meine Generation, sind die hier. Kleiner ich frage mich, woher dieser Paul kommt. Wenn der sich politisch engagiert, dann muss der doch irgendwo vernetzt sein. Werde ich alles noch recherchieren. Vielleicht mache ich hierzu sogar ein längeres Video auf meinem Erstkanal. Der sich hier ein bisschen auswirkt. Und das hier sind die Babyboomer. Viel mehr. Das heißt, der kleine Teil muss den großen finanzieren. Rein zahlenmäßig merkt man, dass das nicht so aufgeht wie bisher in der Vergangenheit. Doch, geht es. Ist auch in der Vergangenheit. Also in der Vergangenheit ist die Zahl der Rentner sogar stärker gewachsen als heute. Der größte Teil des demografischen Wandels ist hinter uns. Es stimmt nicht, was er hier erzählt. Es stimmt einfach nicht. Und für das Rentensystem heißt das dann? Für das Rentensystem heißt das, dass wir eine Mehrbelastung letztendlich vor allem für die einzahlende Bevölkerung haben. Also uns. Ja. Okay. Ja. Und eure Kinder und deren Kindeskinder. Die demografische Schieflage kann niemand etwas. Aber bei der Suche nach politischen Lösungen sind es... Doch. Man kann politische Maßnahmen ergreifen, um die Geburtenrate zu erhöhen. Vor allem junge Familien fördern. Das ginge. Selten junge Leute, die den Ton angeben. Paul will, dass die Lobby für junge Leute stärker wird.
So Ungarn macht das beispielsweise, subventioniert massiv Familiengründung. Inwieweit das funktionieren wird, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Das ist sicherlich ein Langfristprojekt, aber sowas könnte man politisch fördern, wenn man das wollte. Deshalb engagiert er sich mit seiner Chorkollegin Elisa in der Jugend-Enquete-Kommission. Ein überparteilicher Verein, der sich politisch einmischt. Elisa ist 19 und studiert Jura. Sie findet, Rentenpolitik muss für jüngere und ärmere Menschen gerechter werden. Das ist ja auch der Sinn von einer solidarischen Gesellschaft. Deswegen haben wir ja einen Sozialstaat. So funktioniert unser Steuersystem, dass die Menschen mehr geben, die mehr haben. Und warum funktioniert dann unsere Rente nicht so? Nein, unser Steuersystem funktioniert nicht so. Milliardäre haben also wirklich viel niedrigere Steuersätze als einfache Arbeiter. Deutsche Milliardäre packen ihr Vermögen in Vermögensverwaltungsgesellschaften und zahlen dann 1,5% auf die Gewinne, die dort anfallen. Ein normaler Arbeiter, der hat eine Steuer- und Abgabenlast von 48% insgesamt. Und selbst wenn die Milliardäre ihre Gewinne, die sie mit Aktien machen, nur mit der Kapitalertragssteuer belasten müssten, was die meisten nicht machen, wie gesagt, es gibt ja den Trick mit den Vermögensverwaltungsgesellschaften, dann müssten sie nur 25% zahlen, also auch deutlich weniger als ein einfacher Arbeiter. Der hat eine Steuer- und Abgabenlast von, wie gesagt, nahe 50%. Also es stimmt einfach nicht. So funktioniert unser Steuersystem leider nicht mehr. So hat es mal funktioniert, aber so funktioniert es aktuell nicht mehr. Das ist eine große Frage, glaube ich. Wollen Sie sich etwa mit den Alten und mit den Gutverdienern... Ja, und das bleibt jetzt einfach stehen, ohne Korrektur, man schneidet es rein. Also was ist das für ein Journalismus? Also wirklich, in einem reformierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da gehören alle Leute, ausnahmslos alle Leute, die beim Y-Kollektiv arbeiten, rausgeworfen, sofort, ohne Ausnahmen. Also sowas geht gar nicht. Sowas, also das müssen, also ich weiß nicht, wie viele Leute hier dran mitgearbeitet haben, wir können ja nochmal in die Beschreibung gucken, aber das müssen zig Leute gesehen haben. Kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Leute haben daran mitgearbeitet und keinem ist es aufgefallen. Keinem ist es aufgefallen, dass die Aussage gerade falsch war. Keinem ist es aufgefallen, dass seine Aussagen falsch waren. Also keiner hat hier seinen Job gemacht. Alle haben das Gegenteil dessen gemacht, was sie machen sollten. 18 Leute für nichts. 18 Leute für Fake News. Das ist die Bilanz des Öffentlich-Rechtlichen. Dann anlegen. Chorleiter Xaver wird als verbeamteter Lehrer eine dicke Pension bekommen. Er hat sogar Verständnis für den Fehler. Ja, Pensionsniveau liegt bei über 70%, Rentenniveau bei 48%, findet den Fehler. Vielleicht sollte man Rentenversicherung und Beamte auch in die Rentenversicherung einzahlen lassen. Dann hätte man diese Trennung zwischen Pension und Renten nicht mehr, dann hätten alle das gleiche Rentenniveau, was dann eher etwas höher läge. Also ist logisch. Wenn Leute mit einem sehr hohen Pensionsniveau und mit einem niedrigen Rentenniveau zusammenfügt, dann ist das Rentenniveau am Ende irgendwo in der Mitte. Also das Rentenniveau, das wäre dann für alle am Ende höher. Wenn die ältere Generation da nicht einfach von sich aus hergibt, ja, und das so macht, dass den Jüngeren genug bleibt, dann gibt es... Die ältere Generation, du kriegst Pension. Du hast ein extrem hohes Pensionsniveau. Der normale Rentner hat aber kein höheres Rentenniveau. Das Problem ist die ältere Generation. Das Problem sind in diesem einen konkreten Fall jetzt gerade Beamte. Das Problem ist nicht die ältere Generation. Ein größeren Schild, ein Generationenkonflikt, der hoffentlich nicht gewaltsam endet. Ja. Ohne Gewalt, aber mit harten Argumenten. Hoffentlich nicht gewaltsam. Also ihr seid doch alle in 50 Jahren selber in Rente. Dann gehört ihr doch zur alten Generation. Muss man denen jetzt das Konzept des Alterns erklären? Jeder macht jede Generation einmal in seinem Leben durch und dann hätte er gerne, dass er vernünftig versorgt wird. Wir treffen Paul und Elisa später wieder. Dann sind sie nochmal im Bundestag, wo sie die Rentenpolitik noch retten wollen. Andere nehmen die Altersvorsorge lieber selbst in die Hand und schaffen es damit, 30 Jahre früher in eine Art Rente zu gehen. Wir sind heute Morgen hier in Straubing in Bayern und treffen jetzt Manuel. Der ist 33, also genauso alt wie ich, aber er meint, er hat das Thema Rente schon erledigt. Schuhe ausziehen schon nicht. Nicole und Manuel sind seit 4 Jahren zusammen und wohnen hier zur Miete in der Zwei-Zimmer-Wohnung von Manuels Mutter.
Ich glaube, wir fangen mit der Brezia an. Ja, die schauen auch sehr gut. Nicole arbeitet selbstständig im Marketing und arbeitet Vollzeit, noch jedenfalls. So, kleine Testfrage, welcher Wochentag ist heute? Mittwoch. Ich habe tatsächlich kurz überlegen müssen. Oh, Mittwoch, ja. Manuel hat vor einem Jahr seinen Job gekündigt und genießt den Rentneralltag. Ja, nee, ist einfach schön, wenn man in der Früh aufstehen kann, ohne Wecker, machen kann, was man lustig ist, frühstücken kann in Ruhe. Ja, keinen Stress hat, keinen Druck, keine Termine. Er nennt es finanzielle Freiheit. Dafür hat Manuel hart gearbeitet, viel gespart und alles investiert. Nicole verfolgt einen ähnlichen 70% Plan. 70% der Bevölkerung, sie verfolgt einen ähnlichen Plan, sie lebt mit ihm zusammen. Also haben die ihr Geld getrennt, obwohl die zusammenleben? Ist jetzt egal, hinterfrage ich jetzt gar nicht. Aber 70% der Bevölkerung haben eine zu geringe Sparquote, als dass es realistisch wäre, dass sie genug sparen könnten, um in der Rente überhaupt noch ein relevantes Zubrot zu haben. Also wirklich die oberen 30% haben eine Sparquote von 10% oder höher. Also so hoch, dass sie wirklich relevant was zurücklegen können. Der Großteil der Bevölkerung kann das nicht. Das ist keine Lösung für ein gesellschaftliches Problem. Und diejenigen, die nie genug zurücklegen können, also die obersten 30% der Bevölkerung, die haben sowieso schon durch Pensionsansprüche, durch Rentenansprüche, die schon höhere Ansprüche im Alter, die haben auch schon Vermögen gebildet. Also die haben sich dann ein eigenes Haus gekauft oder so, wodurch sie keine Mietausgaben im Alter haben. Also denen braucht ihr keine Finanztipps geben. Die wissen, wie sie mit ihren Finanzen umzugehen haben. Das ist keine Lösung für ein gesellschaftliches Problem, was ihr hier gerade vorstellt. Plan, auch wenn sie dafür auf Luxus verzichten. Weil was wir wollen, das gönnen wir uns. Aber wir leben halt ganz stark unter unseren Verhältnissen. Jeder Euro, der an die Börse geht, ist ein guter Euro. Genau, habe ich mal gelernt. Also oft sind wir dann in der Stadt und sagen, ja, trinken wir jetzt einen Kaffee to go oder irgendwo vor Ort. Oder stecken wir ihn in die Börse. Oder geht er in die Börse. Und oft entscheiden wir uns halt dann einfach für Zweiteres. Ich würde mich wahrscheinlich immer für den Kaffee entscheiden. Manuel hat 8 Jahre lang genau auf sein Ziel hingearbeitet. Als Programmierer kennt er sich mit Zahlen aus, hat breit gestreut mit ETFs, aber auch mit riskanteren Aktienoptionen gehandelt. Und der Blick in seine Depots zeigt, läuft bei ihm. Mit riskanteren Aktienoptionen, der Großteil der Trader verliert dabei Geld. Also er hat gezockt. Er hat wirklich gezockt und gewonnen. Und ihr könntet einem jetzt wahrscheinlich auf ihn, also keine Ahnung, wie hoch der Anteil an Leuten ist, die da Verlust machen. Bei den meisten Trader kriegt man dann so Benachrichtigungen, 2/3 der Trader, 70% der Trader, die machen damit Verlust. Oder 80%, ich weiß nicht genau, wie hoch der Anteil immer ist, aber es gibt einen kleinen Teil, der hat da ein gutes System gefunden, aber es gibt den größeren Teil, der da Verlust macht. Das ist wie bei Sportwetten. Großteil macht damit Verlust. Das ist nichts, womit du da dauerhaft Gewinne machen kannst. Und insgesamt Vermögen dann? Das schwankt ja immer so. Also aktueller Stand so um die 402.000 Monats reinkommt. Eine stattliche Summe. Noch krasser aber, Manuel meint, er hat damit ausgesorgt. Genau, Stand jetzt gehe ich davon aus, dass er nie wieder arbeiten muss, weil das Jahr wächst. Also ich meine ganz ehrlich, letztes Jahr, ich war von den 12 Monaten, waren wir 10 Monate. Da bin ich mal auf den nächsten Börsencrash gespannt. Also jetzt haben sich die Börsen die letzten 15 Jahre durchgängig nach oben entwickelt. Das kann auch wieder in die andere Richtung gehen. In Südostasien auf Reisen. Das Vermögen ist trotzdem um 50.000 mehr geworden, obwohl ich davon gelebt habe. Und das wird ja so weitergehen. Kann aber auch sein, dass er bei einem Finanzcrash viel Geld verliert. Aber ist das für dich nicht? Fühlt sich das nicht viel zu riskant an manchmal? Es gibt manche Tage natürlich, da, wenn mal eine Aktie richtig abrauscht oder sowas, also nach unten geht, dann denke ich da schon ein bisschen drüber nach und so, aber die Statistik steht halt dahinter. Manuel hat verschiedene Szenarien durchgerechnet. Momentan übertrifft die Rendite seine Erwartungen. Also wenn du nur 75% von dem weiterverdienst, wie es gerade eben so gut läuft, dann reicht es bis an mein Lebensende. Genau. Das ist krass. Und heute, wenn ich dann Kinder habe, kann ich das ja vererben, dann reicht es für die auch ab dem ersten Jahr. Bis zum Lebensende? Genau. Kaum zu glauben. Man weiß aber noch nicht, wie sich die Inflation entwickelt. Bisher lebt Manuel sparsam von 1.600 Euro im Monat und plant das auch weiterhin zu tun.
Das ist dein Schlitten hier, oder wie? Ja, Schlitten ist relativ. Wie alt? Schon 20 Jahre ist er alt. Aber fährt. Er fährt. Ja, noch. Wisst ihr, woran ich da dabei denken muss? Ich muss da gerade wirklich an so einen Clip denken, den mir mein Bruder mal gezeigt hat. Das fand ich auch so geil. Mittlerweile so, ich gebe nur noch Geld für Essen aus und für Parfum. Nur im Moment nicht, weil ich noch nicht in Miami bin. Und ansonsten, dann hast du auch wieder Geld. Weil ich meine, 1.000 Euro pro Monat kriegt jeder von uns zusammen. Von mir aus gehen davor 650 Euro für Miete weg. Also 200 Euro im Monat wirst du ja auf jeden Fall haben. Und ja gut, da musst du eben Essen für bezahlen. Sagen wir 10 Euro pro Tag für Essen. Das wären dann 300 Euro. Dann musst du eben, also wenn du nur 1.000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen. Ja, danke für den Finanztipp. Das wollte ich euch schon mal zeigen, das fand ich so witzig. Also ja, ungefähr so kann man es zusammenfassen. Die Elbe im Norden von Sachsen. Wenn ihr, an der Grenze zu wenn ihr kein Geld macht, wenn ihr zu wenig Geld habt, verdient einfach mehr Geld, dann könnt ihr auch sparen. Also ungefähr das ist hier der Tipp. Man kann nur der Großteil der Bevölkerung nicht. Manuel könnte auch einen fetten Sportwagen fahren. Und ist für die Gesellschaft an sich auch keine Lösung. Ich kann das hier nochmal makroökonomisch erklären. Wenn einer spart, dann hat der andere weniger Einnahmen. Dadurch hat der andere dann weniger Anreiz mehr zu produzieren. Und also die Unternehmen haben Anreiz weniger zu produzieren und es wird insgesamt weniger zu produzieren. Insgesamt weniger produziert, das heißt, die Wirtschaft schrumpft. Wenn die Privathaushalte mehr sparen, führt das zu weniger Wirtschaftswachstum oder sogar zu einer Wirtschaftsschrumpfung. Es ist keine Lösung für die Rentenproblematik, das verschlimmert die Rentenproblematik. Also das ist auf gesamtwirtschaftlicher Ebene vollkommen indiskutabel. Da könnten Sie ja auch mal einen Heiner Flassbeck einladen, aber wenn Sie den einladen würden, dann könnten Sie keine neoliberale Propaganda machen. Dann laden Sie hier lieber irgendeinen VWL-Justus ein oder jemanden, der erfolgreich mit Aktien gezockt hat. Und das Zocken bezieht sich jetzt ausdrücklich nicht auf die ETFs, sondern auf die Aktienoptionen. Also da wurde ja gesagt, mit denen hat der Gewinn gemacht. Das ist nicht normal, dass man damit Gewinn macht. Passt aber nicht zu seiner Frührente. Ja, definitiv. Also Auto ist so eines der teuersten Dinge, die man anschaffen kann. Und da lässt sich einiges sparen, wenn man ein altes Auto fährt. Ja, Tyler, wenn du obdachlos bist, kauf dir einfach ein Haus. Komm in meine Gruppe für weitere Finanztipps. In seiner Freizeit macht Manuel vor allem eins, er liest Bücher. So hat er auch sein Börsenwissen angesammelt. Was suchen wir? Horticore ist das erste. Young Money Guide. Ein Finanzbuch? Ein Finanzbuch, genau. Ah. Das müsste da vorne sein. Sparsam leben und dank Dividenden weniger oder gar nicht mehr arbeiten. Frugalismus nennt sich die Methode. Social Media ist voll damit. Young Money Guide. Ja gut, Frugalismus beschäftigt sich ja immer damit, möglichst wenig Geld generell auszugeben. Und das funktioniert gesamtwirtschaftlich nicht. Ladet euch einen Makroökonom ein. Irgendeinen Maurice Höfgen, Heiner Flassbeck, Friederike Spieker, Patrick Kaczymarczyk. Irgendwen, der Ahnung davon hat. Mich macht das hier schon wieder wild. Also das sowas wird von unseren Gebührengeldern bezahlt. Man hat für Dinge auszugeben, die man gerne tut. Das heißt, ich lese gerne, deswegen Bücher. Und jetzt gibt es halt die Wahl, entweder kaufen, was teuer ist, weil jedes Buch kostet irgendwie 20, 25 Euro. Oder ich leise mir halt aus und habe mein Lesevergnügen, aber halt sehr günstig. Bis zu 80% seines Gehalts hat Manuel weggespart. Das ist extrem. Aber mir leuchtet ein, dass mehr Geld im Stellt euch vor, die Privathaushalte in ganz Deutschland, wie gesagt, arme Leute können das gar nicht machen, da sie das Geld für Miete und Essen ausgeben müssen, also Dinge, die sie nicht einsparen können. Aber stellt euch mal jetzt mal ganz hypothetisch vor, die Privathaushalte würden morgen früh 80% ihres Einkommens sparen. Die Wirtschaft wäre tot. Die wäre morgen früh tot. Die Unternehmen würden ihre Produktion um 80% reduzieren. Die Wirtschaft würde kollabieren. Das wäre eine schlimmere Wirtschaftskrise als die große Depression. Das ist vollkommen illusorisch, was das als gesamtwirtschaftliche Lösung zu präsentieren. Also das hier ist nichts. Das hier ist wirklich gar nichts. Alter, auch Lebensqualität. Meint ihr, die kann man mal zu einer Debatte anfragen, die Leute vom Y-Kollektiv? Ich vermute mal, also ich habe das bei Was kostet die Welt schon mal probiert. Die haben auch nicht reagiert.
Lebensqualität bedeuten kann. Bei Manuel gab es aber auch einen Auslöser. Sein bester Freund ist mit 24 an Krebs gestorben. Weil mein Kumpel, der hat halt tatsächlich nur Schule, Studium und dann Arbeit. Das war's. Und dann noch keine Freundin gehabt zu dem Zeitpunkt und dann halt gestorben, einfach so. Und ja, das hat mich auch mal so wachgerüttelt, dass ich gesagt habe, das Leben ist zu kurz, dass man nur in die Arbeit rennt und auf die Rente wartet. Gut, Arbeit kann ja auch Spaß machen. Manuel programmiert jetzt eine Börsen-App, bietet kostenpflichtiges Coaching und betreibt einen Blog. Also arbeitet er immer noch und die machen hier quasi indirekt Werbung für seinen Blog. Herzlichen Glückwunsch. Also, er ist nicht mal in Rente. Er macht jetzt nur eine Arbeit, die ihm Spaß macht. Also quasi wie ich hier neben meinem Studium streamt. Ich will ja auch was mit meiner Zeit anfangen und andere Leute eben auch weiterbringen. Dann. Das ist ja sogar, er arbeitet nicht mehr, ist in Rente, aber er arbeitet noch. Versucht deswegen eben Finanzbildung bei uns in Deutschland ein bisschen vorwärts zu bringen. Manuel meint, wir müssen alle an der Börse vorsorgen. Wie das funktionieren soll... Du bist obdachlos, kauf dir ein Haus. Also ganz einfach. Und ob sein Ausstieg aus dem Rentensystem nicht unsolidarisch ist, das besprechen wir noch. Tatsächlich fragen sich viele. Unsolidarisch, als ob das eine individuelle Frage wäre. Es legt mich so auf, also dass die Vermögenspreise so explodieren. Das ist eine hochpolitische Frage. Das hängt damit zusammen, dass man die Finanzmärkte so dermaßen dereguliert hat. Das hängt damit zusammen, dass man die Reichen so viel reicher geworden sind und die Geld an die Finanzmärkte tragen, wo das zu solch hohen Bewertungen führt. Damit hängt das zusammen. Das sind hochpolitische Fragen, über die man politisch diskutieren müsste. Aber jetzt eine politische Frage, nämlich unser Rentensystem auch noch zu individualisieren. Ist es unsolidarisch, sich da rauszuziehen? Wir diskutieren das noch. Ehrlich, löscht euren Kanal. Also ich habe keine Lust mehr, hierfür zu bezahlen. Das ist unfassbar. Ob Sie sich auf die staatliche Rente verlassen können, so wie hier in Köln. Hallo, darf ich euch was fragen zum Thema Rente? Du hast bestimmt... Auf gar keinen Fall heute. Du siehst richtig, dass die Leute einen Bogen um das Thema machen. Ja, vielleicht auch um uns, aber tatsächlich viel Frust und Ratlosigkeit. Wenn ich halt so an meine Rente denke, denke ich mir, gut, bis ich so alt bin, weiß ich nicht, wie viel dann überhaupt, also wie es dann überhaupt aussieht. So viel Vertrauen, dass ich eine staatliche Rente haben werde, habe ich nicht. Das ist sehr beunruhigend, deswegen habe ich da eher ein schlechtes Gefühl. Wie lange ist das jetzt, bis 67? Ja, ich denke, wir müssen länger arbeiten. Mit der staatlichen Rente rechnen wir eigentlich nicht mehr. Da setzen wir nichts drauf. Ich kann es leider nicht anders sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir jungen Leute bei der Rentenpolitik im Regen stehen gelassen werden. Ja, das ist dein Lösungsvorschlag, Rentenniveau noch weiter senken. Damit die Leute noch, man macht Politik, die systematisch das Rentenniveau senkt, auf private Vorsorge per Riester und anderem Unsinn setzt. Und jetzt beschwert man sich über die hohe Altersarmut und sagt, mit der Rente rechnen wir nicht mehr. Lösung, wir geben noch weniger Geld in die gesetzliche Rente, wir machen die Rentner noch ärmer, sodass es noch schlechter aussieht. Also ich habe keine Lust mehr hierfür zu bezahlen. Also ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich habe wirklich kein Verständnis, dass mit meinen Gebührengeldern so ein Schindluder hier getrieben wird. Hier an der Ruhr. Wenn ihr kein Brot mehr habt, esst einfach Kuchen. Für weitere Finanztipps kommt in die Gruppe. Uni Bochum lehrt einer der prominentesten Kritiker der deutschen Rentenpolitik. Martin Werding ist Rentenexperte. Als Wirtschaftsweiser sitzt er im Sachverständigenrat, berät die Bundesregierung und legt sich gerne mit ihr an. Ich habe meine Kinder vor Augen. Ich sehe hier die Studierenden, die sind genauso alt wie meine Jungs. Und dann denkt man schon, das kann man mit denen nicht machen. Das Problem ist längst bekannt. Seit den 50er Jahren haben wir einen klaren Alterungstrend. Früher finanzierten 6 Beitragszahlende einen Rentner, bald sinkt das Verhältnis auf 2:1. Das ist gefährlich, denn im Umlagesystem sind die Rentenkassen eigentlich immer leer. Also das heißt, was jetzt im Juni... Die Rentenkassen sind immer leer, auch in einem Kapitaldeckungssystem. Es kann nur das verteilt werden, was erwirtschaftet wird. Was da auf irgendwelchen Börsenkonten steht, das ist vollkommen egal. Also die deutsche Rente war mal kapitalgedeckt, nur dann hat man 2-mal die gesamte Rente verloren. Also nach dem Ersten Weltkrieg beispielsweise haben die Alliierten, also nach den beiden Weltkriegen logischerweise, da haben die Alliierten gesagt, so euer ganzes deutsches Auslandsvermögen, das ist jetzt einmal beschlagnahmt. Das war's mit eurer Rente.
Das wollte man in Deutschland nicht mehr. Deswegen hat die Adenauer-Regierung in ihrer Rentenreform 1957 beschlossen, dass die Rente umlagefinanziert sein soll. Dass man nicht mehr vom Ausland abhängig ist. Und in einer Zeit zunehmender geopolitischer Konflikte, in die wir jetzt reinschlittern, ist es sinnvoll, dass man Renten eben nicht in irgendwelchen Ländern anlegt, mit denen man eventuell in Handelskriege gerät. Ich bin gegen solche Handelskriege, aber das kann ja passieren. Ich lese gerade seinen Wikipedia-Artikel. Im Jahr 2021 stellte Martin Werding zusammen mit Johannes Vogel und Christian Dürr auf der Bundespressekonferenz eine Studie zum Konzept der Aktienrente der FDP vor. Diese Studie ist durch Martin Werding und Benjamin Lepple im Auftrag der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag entstanden. Im August 2022 hat die Bundesregierung entschieden, Werding auf Vorschlag der Arbeitgeber in Landesgremium der Wirtschaftsweisen zu berufen. Das ist so geil. Die nehmen hier einen Lobbyisten der Arbeitgeberseite und lassen den erzählen, wie unterfinanziert die gesetzliche Rente ist und dass man bitte die Leute länger arbeiten lassen soll. Also ich nehme an, dass das wahrscheinlich jetzt kommt. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Löscht euch. Löscht euch. An Beiträgen gezahlt wird, das wird im Juli direkt wieder ausgeschüttet an die Rentner im Prinzip. Annähernd so. Also das System hat Reserven, die für etwas mehr als einen Monat ausreichen würden. Falls dann keine Beiträge mehr kommen, könnte man so lange die Renten weiterzahlen. Um das System zu retten, könnte man das Rentenniveau herabsenken, also vereinfacht die Renten kürzen. Das will die Bundesregierung aber nicht, auch nicht für Besserverdienende. Das wird teuer. Moment mal, das stand doch vorhin in deinem Brief der Versicherung. Kannst du das jetzt mal bitte in den Kontext rücken? Hättest du da nicht vielleicht mal einen SPDler zu befragen können? Also die SPD, die schreibt sich das ja immer auf die Fahnen. Jetzt erwähnst du es hier so nebenbei. Also das hat dir der Martin Werding wahrscheinlich gesagt und du hast kognitiv gar nicht die Verbindung gezogen, weil du kein Journalist bist, sondern ein Laiendarsteller, der nichts Besseres gefunden hat und dann bei Funk durchgefüttert wird. Für uns, meint Martin Werding, denn dadurch müssten die Rentenbeiträge steigen, also der Anteil vom Lohn, den Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen einzahlen. Und laut seinen Prognosen sogar noch drastischer, als die Regierung zugibt. Wir sind hier bei 18,6. Genau. Ja. Das ist das jetzige Niveau, bleibt uns auch noch 2-3 Jahre. Und dann kommt ein Sprung ganz schnell an die 20% heran, das ist diese Linie. Und danach bis 2040, 50, 60 immer weiter. Aber ist das sozusagen ein Horrorszenario oder ist das schon? Das ist eigentlich noch kein Horrorszenario. Bis 2080 beim aktuellen Beitragssatz. Man könnte jetzt natürlich über Reformen nachdenken, wie beispielsweise auch Kapitalerträge für die Rente heranzuziehen. Mindestrente, Höchstrente, dann die Beitragsbemessungsgrenze abzuschaffen. Man könnte durch all diese Reformen den Beitragssatz drastisch senken und dann wäre auch der Beitragssatz 2080 wesentlich geringer. Ihr seht hier einen hypothetischen Beitragssatz 2080 von höchstens, ja, was sind das wohl, 26%. 2080 wohlgemerkt, 26%. Dafür, dass wir ein stabiles Rentenniveau haben. Also jetzt auch kein Weltuntergang. Also die zeigen uns hier sogar die Statistiken und es ist absolut nicht besorgniserregend. Also da jetzt den Teufel an die Wand zu malen, ist einfach albern. Kann hier eine ganze Reihe. Bei einem stabilen Renteneintrittsalter, bei einem stabilen Rentenniveau. Also dafür 26%, okay, von mir aus guter Deal. Aber wie gesagt, man könnte den Beitragssatz auch senken. Wie gesagt, Kapitalerträge ranziehen, Beamte mit einzahlen lassen, Selbstständige einzahlen lassen, Beitragsbemessungsgrenze abschaffen. Es gibt so viele Dinge, was man da machen kann. Und dann eine Höchstrente einführen oder Rentenansprüche progressiv abschmelzen bei sehr hohen Rentenbeiträgen. Alles Dinge, über die man mal diskutieren könnte. Alles Dinge, die man auf den Tisch legen könnte. Y-Kollektiv macht das hier natürlich nicht. Von Annahmen noch ungünstiger treffen. Hier drin steckt die Erwartung, dass wir viel Zuwanderung haben. Hier drin steckt die Erwartung, dass sich der Anstieg der Lebenserwartung zuletzt. Hierin steckt die Erwartung einer nachhaltig unter Replacement-Level befindlichen Geburtenrate. Das ist auch nicht sicher. Also durch politische Maßnahmen könnte man versuchen, die Geburtenrate auf 2 Kinder pro Frau wieder anzuheben. Oder 2,1 Kinder, das ist ja Replacement-Level, da man immer eine gewisse Kindersterblichkeit hat. Dauerhaft etwas eingebremst hat. Hier steckt die Erwartung drin, dass die Frauenerwerbsbeteiligung weiter steigt. Halten wir fest, die Jüngeren müssen wohl mehr einbezahlen, ohne selbst eine Aussicht auf eine gute Rente zu haben. Also eine zu blöd. Bring gleich den Computer an. Es ist ja unglaublich. Es ist unglaublich. Hier
ist dauerhaft ein Rentenniveau von 48% eingezeichnet, also Rentenniveau, das sich auf dem heutigen Niveau befindet. Gleichzeitig ein Rentenbeitrag, der zwar weiter steigt, der aber jetzt nicht astronomische Höhen explodieren würde. Wie gesagt, man könnte auch Bundeszuschüsse erhöhen. Das wäre auch noch was, über das man diskutieren könnte. Habt ihr gar nicht erwähnt, da es euch hier gar nicht um irgendwie eine systematische Analyse der Rente geht und trotzdem stabiles Rentenniveau bis 2080. Hier quasi durchgerechnet, stabiles Rentenniveau bis 2080. Problemlos finanzierbar. Das belegt die Rechnung hier. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Lose-Situation für uns. Ein ziemliches Desaster, das man am liebsten verdrängen würde. Aber dass die Kohle im Alter nicht reicht, dieser Beitrag ist ein Desaster. Das hat die Statistik gerade gar nicht gesagt. Die Statistik hat dir das exakte Gegenteil gesagt. Bist du zu blöd, um eine Linie zu wählen und zu sehen, was die bedeutet? So, du standest da gerade vor. Wie kann man so unfähig sein? Also, das ist doch nicht mehr Propaganda, das ist doch wirklich Dummheit. Also, ich bezweifle wirklich, dass der das ja absichtlich macht. Ich glaube wirklich, der hat keine Ahnung von gar nichts und ich will nicht mehr. Und 18 Leute haben an dem Müll hier mitgearbeitet. Gefahr droht vielen von uns. Freut mich, dich kennenzulernen. Jetzt mein Echt. Schön, dass ihr gekommen seid. Was es heißt, von der eigenen Rente nicht leben zu können, das erlebt Carina jede Woche. Wir begleiten sie heute in Hennef in der Nähe von Bonn. Wir packen jetzt die Tüten für unsere Senioren in uns. Und Rosa hilft mit, oder? Ja, genau. Und Rosa hilft mit, auf jeden Fall. Mit Rosa und anderen Freiwilligen vom Verein Obstkäppchen liefert Carina Lebensmittel direkt nach Hause. Nudeln, Brot, aber vor allem frisches Obst und Gemüse, denn das ist vielen zu teuer. Zum Beispiel so eine Ananas. Ich glaube, dass das viele Seniorinnen und Senioren sich nicht leisten können, aber gleichzeitig auch nicht leisten wollen, wenn sowieso nur ein bestimmtes Budget noch im Monat übrig ist. Altersarmut ist selten sichtbar. Bei Carina war es eine Pfandsammlerin, die sie aufgerüttelt hat. Es war eine ganz süße, elegante Dame, von der man niemals gedacht hätte, dass sie sich gleich im nächsten Moment über den Mülleimer beugt und nach Pfand sucht. Ja. Das habe ich in dem Moment so getroffen, dass ich einfach nur dachte, wie kann es sein, dass hier in diesem Land das die Lebensrealität von ganz vielen Personen ist? Etwa 400 Senioren. Ja, warum ist das die Lebensrealität? Weil das Rentenniveau so erbärmlich niedrig ist, weil wir keine Mindestrente in ausreichender Höhe haben. Also warum man nicht eine Mindestrente einführt, die dafür sorgt, dass es keine Altersarmut mehr gibt, ich weiß es nicht. Warum man, also es wäre ja okay, man hat keine Lust, Geld auszugeben und man hat diese Ideologie der Schuldenbremse. Aber man könnte doch auch das Rentenniveau erhöhen, auch das will man nicht. Also wir haben doch so ein niedriges Rentenniveau. Eben beschwert ihr euch darüber, dass der Rentenbeitrag zahlt und steigt und die Jungen mehr zahlen müssen und jetzt beschwert ihr euch über das niedrige Rentenniveau. Und dann bringt ihr noch diesen vollkommen gescheiterten Vorschlag mit der privaten Vorsorge, der bei Riester schon gescheitert ist, der wirklich nur großen Vermögensverwaltern, Versicherungsgesellschaften nützt und das ist jetzt wirklich gar nichts. Ihr beschwert euch über das, was ihr hier selber die ganze Zeit propagiert habt. Seniorinnen und Senioren besucht Obstkäppchen in 7 Städten Monat für Monat. Und jetzt hattest du gesagt, es gibt auch bei vielen Leuten eine gewisse Hemmschwelle, diese Hilfe auch anzunehmen. Ja. Warum? Ja, da spielt natürlich immer das Thema Scham mit rein. Wir hatten schon viele erste Besuche, wo dann die Seniorinnen angefangen haben zu weinen, weil sie auf der einen Seite beschämt waren und sich auf der anderen Seite gefreut haben und dann irgendwie auch nicht richtig mit der Situation umgehen konnten. Wir fahren zu Roswitha. Auch für sie war es anfangs eine Überwindung. Hi! Seit 5 Jahren kommt Carina zu der 73-jährigen Rentnerin und ihren beiden Hunden. Roswitha wohnt zur Miete im Erdgeschoss des Hauses. So, ihr zwei. Oh, eine Ananas, das ist ja toll. Genau, hast du schon ein bisschen was für, wenn es draußen nicht Sommer ist, wenigstens ich habe sogar so ein Ananas-Schäler. Echt? Ja, perfekt. Gut, danke schön. Sehr, sehr gerne. Legen wir direkt hier rüber auf den Obstteller. Der ist nämlich leer. Ist ja klar, so kurz vor dem ersten. Kurz vor dem Monatsersten, oder wie? Ganz schön. Will gar nicht drüber reden. Im Monat muss Roswitha mit knapp 1.000 Euro auskommen. 365 Euro Rente, der Rest vom Sozialamt. Ja, das ist dann ja der Wohn. Das ist dann Grundsicherung im Alter. Die könnte man deutlich erhöhen, wenn man das politisch wollte. Das ging ja. Und
Wie gesagt, hätte man auch nicht diese Diskussion hat man ja beim Bürgergeld immer. Wenn wir denen jetzt so viel geben, dann wollen die ja gar nicht mehr arbeiten, dann subventionieren wir Arbeitslosigkeit. Das Problem hast du bei Leuten im Rentenalter nicht mehr. Den kannst du einfach ein Leben in Würde ermöglichen. Da kannst du denen einfach 1.500 oder mindestens auch 2.000 Euro im Monat geben. Also die sind ja eh zu alt, um zu arbeiten. Und dass die Pfandflaschen teilweise aus dem Müll sammeln müssen, das ist ja wirklich ein besorgniserregender Zustand. Warum erhöht man nicht Grundsicherung im Alter deutlich? Bereich. Und dann hast du dann noch Schlafzimmer und Badezimmer? Ja, oben wohnt jemand anders. Mein Schlafzimmer ist da. Im Bambi-Bett schlafe ich da. Ach, da drüben, ja. Ihre Rente hatte sich Roswitha anders vorgestellt. Gelernt hat sie Einzelhandelskauffrau und ihr Leben lang gerne gearbeitet. Ja. Höhere Grundsicherung im Alter, höheres Rentenniveau, Problem gelöst. Will die Politik nur nicht. Aber über Politik redet ihr ja natürlich nicht, ihr redet über Einzelschicksale. Ach stimmt, Politik, das lasst ihr euch dann von irgendeinem FDP-nahen, arbeitgebernahen Ökonomen erklären, der euch erzählt, dass man dass man das Rentenniveau am besten noch weiter absenken solle. Ja, schön, das ist ganz lieb. Ja, dann habe ich hier und da Jobs angenommen, Reinigung, Wäscherei, alles, was sich so angeboten hat. Und Lexi schreibt es gerade, wie heißt es immer so schön, solange es den Reichen gut geht, geht es allen gut. Ja, sieht man gerade. Also die Reichen, die Steuern für die wurden in den letzten Jahrzehnten deutlich gesenkt. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt. Dann habe ich auch in der Reinigung angefangen. Und dann hatte die Inhaberin zu mir gesagt, kann das sein, dass du schwanger bist? Mit 19 bekam sie ihren Sohn, den sie alleine großziehen musste. Der Vater hat mich ja dann sitzen lassen. Der hat dann gesagt, das wäre nicht von ihm. Ja, so fing das dann an. Der Kreislauf mit Sozialamt. Kinderbetreuung, Schicksalsschläge, Krankheiten. Roswitha hat trotzdem gearbeitet. Leider zu oft in Jobs, in denen kaum oder gar keine Rentenbeiträge gezahlt wurden. Das Ergebnis? Altersarmut und immer abhängig vom Sozialamt. Von den über 65-Jährigen lebt in Deutschland jeder Fünfte unterhalb der Armutsschwelle. Wie Roswitha sind Millionen Senioren auf Hilfe angewiesen. Das ist schon einmal eine super schwere Situation, ne, in der du bist. Das ist nicht nur für mich, ich glaube, das sind noch viele andere. Und ja, das ist politisch gewollt. Dagegen könnte man politisch etwas tun. Ich glaube auch, dass es noch viel mehr gibt, denen es noch weitaus schlechter geht als mir selbst. Tatsächlich kriegen immer mehr Menschen die volle Härte des Rentensystems zu spüren. Altersarmut betrifft vor allem Frauen. Auch in unserer Generation, fürchtet Carina. Viele Leute in meinem Umfeld, die in Hetero-Beziehungen leben, haben immer noch eben diese Rollenverteilung, dass die Frau zu Hause bleibt. Das Problem sind die Hetero-Beziehungen. Jetzt haben wir es. Das ist eine gute Analyse. Jetzt, also, Problem gelöst. Kindern auf jeden Fall für die ersten Jahre, dann aber später nur Teilzeit wieder einsteigt oder sonstiges, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber letzten Endes wird es eben dieses Defizit in der Rentenkasse von der Frau geben. Carina hat noch einen zweiten Job als Dozentin an einer Hochschule. Um nicht selbst in Altersarmut zu landen, packt sie seit Jahren Geld zur Seite. Aber ich finde es schon krass, dass man sich bei der Rente nicht auf den Sozialstaat verlassen kann. Höhere Grundsicherung im Alter. Ich bin nicht schnell getriggert. Ich bin getriggert, wenn von meinem Geld wirklich so ein Schindluder betrieben wird, wie das, was hier passiert. Also das ist, wie gesagt, Das Rentensystem gerechter und vor allem zukunftsgerecht machen. Der Wirtschaftsweise Martin Werding fordert, dass der Staat dabei auch auf Martin Werding, ich hatte es schon mal nachgeguckt, hat für die FDP eine Studie zur Aktienrente veröffentlicht, im Auftrag der FDP und sitzt für die Arbeitgeberseite, für die Unternehmerseite bei den Wirtschaftsweisen. Das ist ein Lobbyist der Kapitalseite. Auf Aktien setzt. Gefährliche Zockerei oder Ausweg aus dem Rentendesaster? In Teil 2 klären wir, welche Lösungen uns Jüngere entlasten, damit wir nicht... Bitte nicht! Bitte, bitte, bitte nicht! Darauf werden wir wann anders reagieren. Ich mache dazu vielleicht auch noch ein längeres Video auf meinem Erstkanal. Das ist ja wirklich, wirklich furchtbar. Also, oh, das ist ja schlimm, 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 schlimm. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, ganz ehrlich. Ich will nicht mehr.
wie gesagt, dass also der ÖRR sollte abgeschafft werden. Wenn sowas von unseren Gebührengeldern finanziert wird, dann ist dem nicht mehr zu helfen.